Okay, Richtung Fire Station. Ja. Ich glaube, das war das schlimmste Geräusch, was ich jemals in meiner DayZ-Karriere gehört habe. Heilige Scheiße, was war das? Klang ziemlich fett. Wow. Das hat sich ernsthaft böse angehört. Aha. Atmet der bei dir auch die ganze Zeit so schwer? Weiß ich gerade nicht. Ich habe nämlich gerade einfach mal wieder die Luft angehalten, auszusehen. Ich brauche Munition. Ich brauche Essen und Trinken. Oh, Zombie. Woran sieht man das? Weiß ich nicht. Vielleicht, dass er die ganze Zeit keucht. Zumindest wäre das jetzt gerade mein Go-To-Punkt. Okay. Meine Fresse. Okay, lass mal Richtung Schuss gehen, ja? Ja. Oh, ein Mülleimer. Gibt's da was zu essen drin? Nee. Rennen die Zombies auch, oder? Nee, Zombies ja nicht. Okay. Also kann man jetzt nicht so leicht Zombie-Aggro ausmachen. Genau. Vielleicht war der Typ oben auf der Antenne drauf. Auf jeden Fall sind das hier ziemlich viele Zombies. Ist er da oben? Ja, ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Wow. Ich kann nur nicht mehr laufen. Schnell, okay. Gerade. Okay. Warte. Bleib ruhig stehen, Okay? Ja. Ich operiere dich gerade. Heilige Scheiße. Okay, wow. Kannst du wieder laufen? Ja. Oh mein Gott. Ist auch wieder ein normaler Bildschirm. Okay, super. Ich habe nicht so ein Surgery Kit gefunden. Ah. What the fuck, Alter? Der hatte auf jeden Fall keinen Mundschutz. Das war Quick Reaction. Ohne Scheiß, ich habe den da oben gar nicht gesehen. Ich habe irgendwas gesehen. Ich dachte auch erst, das wäre ein Zombie oder so. Der hat sich irgendwie ein Pixel bewegt und dann habe ich da hingeguckt halt. Ja. Dann habe ich ihn halt erschossen. Der war oben auf dem Vordach, ne? Nicht ganz oben, ja. Sondern auf dem. Oh mein Gott, war das gut. Der hätte uns einfach direkt niederpratzen können. Was ist denn mit dem los, Mann? Ich gehe mal noch hoch, Mal sehen, ob ich abgeschossen werde, während ich nicht auf der Leiter bin. Deck dich ein bisschen. Ist clear auf jeden Fall. Warte, ich kann gleich sagen, welche Gruppe das ist. Also es gibt verschiedene Fraktionen halt hier, ne? Und ja. Der Typ war, ich glaube, entweder Ranger oder Nomade. Ich guck mal. Oh mein Gott, der hat eine DMR. What? Ja. Wow. Hier gibt's auf jeden Fall eindeutig mehr Zombies als in der Standalone. Ja, das stimmt. Alter, hier sind 30 Zombies oder so hier vorne. Meine, du hast voll die Ninja-Reaction. Oh mein Gott, ey, du lässt mich voll schlecht dastehen, ja? Warum nehme ich dich überhaupt mit? Mega gut, ey. Ey, ich habe uns den Arsch gerettet. Darum geht's nur. Alter, ohne Scheiß. Der Typ ist loaded, mein Freund, ja? Also jetzt kann ich nämlich sein ganzes Equipment sehen. Du hast gerade einen full-equippten Typen umgebracht. Wirklich, komplett full-equipped. Der hätte uns so easy töten können, ne? Typischer Fall von, warum sind die eigentlich alle so schlecht? Warum kann ich alle nicht schießen? Ja! Spiel 10 Minuten und dann ist schon so weit wieder, ne? Ja, unglaublich, ey. Ich renne einmal komplett um der Krankenhaus hier rum, weil es mir eindeutig zu viele Zombies. Okay. Hier sind bestimmt 60, 70 Zombies oder so. Weißt du, mein Problem ist. Warte, weißt du was? Ich mach's anders. Ich nehme die M14 in die Hand, so die AK im Rucksack. Ernsthaft, das ist jetzt gerade echt nicht so einfach, ja? Das ist ein richtiges Erlebnis hier. Der hat so viel Zeug dabei gehabt und ich muss jetzt alles irgendwie verstauen. Okay, so, warte. Also, ich denke. Ja. Ich denke, so kann ich leben. Ja. Möchtest Heilig du einmal in die Richtung gucken, wo der gerade hingeschossen hat, wo wir gerade standen? Da stehen nämlich ein paar Zombies. Ich guck gleich runter, Warte, ich muss noch gerade eben alles sortieren. So, ja, perfekt. Weiß nicht, irgendwie höre ich da relativ viele Schritte unten und es ist recht laut. Mal sehen, mal gucken, was hier also. Oh mein Gott! Guck dir das an, Mann! Bist du der Typ? Oh mein Gott! Und von rechts kommen ja auch noch welche, also von dir aus links. Sind auch nochmal so 20. Oh mein Gott. Der ganze Hof ist voll. Das ist mega geil. Ich will einmal mit der DMR schießen. Warte, worauf möchte ich schießen?
Aber nicht, hier sind so 100 Ziele im Hinterhof. Na gut, okay, komm, nehme ich mal ein Ziel. Aber das bist du, warte, egal. Ja, das bin ich. Schieß mal in die Menge rein. Oh, hört die sich krass an, ne? Oh, ist mega krass. Okay. Ich geh mal runter, Jockel. Ja. Oh, Zombie neben mir. Oh. Okay, ich bin ready. Lass Blitzen gehen. Okay. Also, ich geh erstmal hier um die Menge warte mal. Um das Krankenhaus. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wo. Oh mein Gott. Wo bist geh du? Geh erstmal um das Krankenhaus wieder du. Rum, warte. Fühlt sich schon so ein bisschen wie in Dawn of the Dead oder sowas. Das ist mega gut. So müssen die Zombies sein in der Standalone, jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich konnte da gerade einfach so durchrennen, ne? Ach so, ja gut, okay. Ja, aber immerhin rennen die Zombies nicht die ganze Zeit durch die Wände und so weiter. Ich meine, vorne sind sie gerade durch die Krankenhauswand gerannt. Das ist ein Nachteil, aber die laufen nicht so krass durch die Wände wie in der Standalone, sag's mal so. Good job, Dean. Ich meine, der Frank hat ja auch mal ein Video gemacht vor 2-3 Wochen. Oder ein bisschen länger her sogar noch. Und da hat er das auch schon mal gesagt, dass die Zombies hier echt gut sind, aber das war echt krass, ey. Was war das jetzt gerade für eine Schießerei? Liegt der Typ da oben mit Third Person und du knallst ihn einfach weg, ey. Was zum Teufel? Gut, fand ich aber auch die Straßenoperation gerade eben so. Bleib mal kurz stehen, ich hab rede ich eben. Da steht, ja. Da steht so Perform Surgery. Das ist kein Problem, so. Immer so Feldoperation. Mhm. Das ist so ein typischer Typ, ne? Oben schön mit Third Person auf so einem Gebäude liegen, ne? Runter gucken, warten, bis da Leute vorbeilaufen. Easy. Hat er sich so gedacht, wa? Ja, aber dann kam der Jockel. Mr. Ironside, wie ich ihn noch nenne. Oh mein Gott, ist ja gut. Oh, ne Scheiße, ey, Jockel, was geht schon wieder ab hier? So, hier hinter dem Gebäude können wir einmal kurz die Beute aufteilen. Erstmal nimm mal die AK hier. Hast du gerade Waffenmodus gewechselt? Nein. Okay, dann hat irgendjemand gerade einen Waffenmodus für uns gewechselt. Und es wäre vielleicht gut, wenn du einen Ticken weitergehen könntest, weil ich habe nicht so viel Schuss in meinem M14. Vielleicht, ich habe effektiv 5 Schuss. Also, das ist echt nicht viel. Also, wir gehen jetzt in die Stadt rein. Genau. Ah, Busch. Da ist ein Auto. Also war ein gecrashtes Auto gerade eben. Natürlich aus. Ich habe ja so ein Gefühl, dass die Leute sich irgendwo auf einen sehr hohen Ort platzieren, sich da oben drauflegen und mit Third Person einfach mal so ein bisschen quasi drüber schauen, ne? Mhm. Also zum Beispiel auf dem Krankenhausdach ganz oben. Mhm, genau. Und auf Kirche kann man nicht oben drauf gehen. Wow, man kann sogar durch Wände gucken. In Arma 3 Breaking Point ist natürlich sehr cool. Würde ich mal wieder sagen, Standalone hat es besser hinbekommen. Aber haben es ja nicht. Bisher hat keine Mods hinbekommen, aus irgendeinem Grund. Kommst du gerade zu mir? Nein. Ja, hier ist irgendwas unten am da läuft jemand Richtung Hangar. Oh, der ist feindlich. Scheiße. Jockel. Ja, ich komme zurück. Oh Gott. Welche Richtung denn? Gut. Fuck. Genau gegenüberliegende Richtung, von wo aus wir gerade gekommen sind. Scheiße, ich bin hier runtergefallen. Der läuft, genau da, guck mal hier, dahin, da wo ich jetzt hinrenne, da rennt er gerade hin. Okay. Das ist einer von diesen Psychopathentypen. Oh Gott. Hab das gerade ein bisschen verkackt mit dem Laufen. Der ist jetzt halt direkt vor uns, irgendwo dahinter im Haus verschwunden. Scheiße. Oh
Oh Gott, ich wollte gerade auf den schießen, ne? Und dann bin ich oben vom Haus noch gefallen. Ach. Ja, das ist ein bisschen doof gewesen da oben. Der rannte gerade echt super offen hier rum. Ich gehe mal davon in die braune Scheune rein und ich werde mal gucken, ob innerhalb der braunen Scheune irgendwas ist. Okay. Rein Equipment technisch, weil ich brauche noch ein bisschen Schuss für meine DMR. Ansonsten werde ich nämlich auch gleich auf die AK wechseln, weil ich fühle mich echt nicht so sicher mit 5 Schuss oder mit 4 Schuss. Hier drin findet man normalerweise immer Zeug. Also Waffenzeug. Hydraulikzylinder, Canvas Material, Toolbox. Nee. Oh, der kommt auf uns zu, Jockel. Der ist da vorne in diesen... Oh Gott, Jockel, Vorsicht, der ist direkt vor uns. Genau, der ist das. Ja. Jo. Plus 20 Points. Nice. Okay. What? Gut, dass wir zu zweit sind. Pass auf, nicht, dass hier noch irgendjemand ist. Zombie? Ja, genau, ja. Ich hatte gerade echt Probleme, das zu schreiben, woher der kam. Sorry. Ja, ich habe ihn dann gesehen. Ich renn mal darauf zu, Jocke. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass er halt hinter der Mauer oder so weiter hervorguckt. Hinter dir ist ein Zombie, ne? Ne. Ich werde den Zombie erledigen. Oh Gott, da kommen noch mehr Zombies. Okay, Loot wieder. Wo kommen jetzt die Zombies alle her? Egal, egal. Du hast geschossen oder wir haben geschossen und dann kommen die halt hier hin. Okay. Also, egal, egal, manch im Sinne von, mach dir keine Sorgen. Das ist kein Spieler gewesen. Oh. Echt? Du bist auch wahnsinnig, ne? Dass du unbedingt im Sitzen looten musst, glaube ich. Ja. Du konntest deine Waffe nicht mitnehmen, aber ich habe mal eine Rifle-Scope mitgenommen, ne? Hm, nice, ey. Das kann man halt aus Soli Enfields und so weiter machen. Am Anfang, als ich die Mod übrigens gespielt habe, konnte man auch noch in diese Gebäude hier reingehen. Ich habe das Gefühl, dass das Model, was halt das Betreten des Innenraums ermöglicht hat, dass es eben verboten wurde oder so. Oder dass die Modder, die das gemacht haben, das irgendwie für die Mod zurückgezogen haben oder so ein Kram. Weil, wie gesagt, am Anfang konnte man da noch reinlaufen. Das war echt cool da drin. Na egal, lass mal abhauen hier wieder. Wieder ein bisschen Abstand nehmen und dann gucken, was wir wieder hören. Oder was wir vielleicht sehen oder so. Und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zum Airfield, wer weiß. Was bringen wir jetzt eigentlich diese 20 Punkte? Ja, du steigst halt in so einen Rang auf, ne? Und dann kannst du später andere Klamotten anziehen und so. Ah. Können wir eigentlich mal was ausprobieren? Ich hab noch eine Macke auf, oder ne, Beretta. Ich hab eine Axt. Ah, okay. Du hast eine Axt. Oh, yeah. Glaub, es ist tot. Chicken Dance. Ich finde das gut, wie er aufsteht. Study Buddy. Player Unknown died from. Dot. Hast du ein Messer dabei? Ich habe kein Messer dabei. Oder? Oh, das mir ja nicht in die Tasche rein. Achso, ja, sorry. Und? Nee, ich habe kein Messer dabei. Nein, wir haben den Cock ganz umsonst getötet. Oh. Ich habe aber Panzertape bei, vielleicht können wir wieder so abschicken. Oh, das Auto ist ja völlig im Arsch. Geh in das Haus. Ich fahr weg. Jo, bis dann. Das ist völlig im Arsch. Eine Uhr. Pass auf. Kann ich, warte. Sim? Hier, komm her.
Komm her. Werf den Tennisball zu. Oh. Ey, da kommt was. Hi! 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 Hallo! Hi! Ja, hi! Hallo! Daniel, hallo! Oh. Hi! Okay, Daniel, das Problem ist, wir sind in verschiedenen Fraktionen. Das birgt gerade ein kleines Problem. Weißt du, wir können dich jetzt aber unmöglich umbringen. Weißt du was? Komm einfach mal ins Haus rein. Oh mein Gott, wir haben jemanden gefunden. So, okay. Daniel, hallo. Tu uns bitte einen Gefallen, stell dich mal da vorne bitte an den Schrank, bitte an dieser Stelle hier. Und drück bitte auf deine Tastatur. Okay. So. Hi. Okay, Daniel. So. Mein Kollege wird sie jetzt kurz verhören und wir sprechen uns gleich wieder, nachdem ich hier vorne diesen Sack gelootet habe. So, was glauben Sie denn eigentlich, wer Sie sind, dass Sie hier einfach so schön an unser Fenster vorbeilaufen und uns eine Heidenangst einjagen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, bin neu. Hat er was geschrieben? Ja. Oh. Also das nächste Mal haben sie sich gefälligst eine Waffe zu holen und ehrenvoll zu kämpfen. Sie sind nämlich ein Ranger. Ja, sie müssen so böse Buben wie uns umbringen. Gucken sie uns an, wir sehen böse aus. Wir sind Gesetzeslose. Wie, Moment, du hast es vor, uns umzubringen? Daniel, du willst uns umbringen? Aber wir sind friendly zu dir. Oh mein Gott. Oh Mann, Daniel. Euch nicht. Hier ist übrigens noch eine Karte drin, aber ich denke, du hast eine. Hier, guck mal, Daniel, hier vorne, in dem Sack neben dir ist eine Karte drin. Eine kannst Karte direkt drin. Mal nehmen. Kannst direkt mal nehmen. Ich habe mich ziemlich angesprochen gefühlt, gerade vom Moment. So, warum? Ich habe übrigens noch was für dich, Daniel. Hast du gesehen? Hast du einen Tennisball gesehen? Hast du einen Tennisball geworfen? Ja, habe ich gerade gemacht. Der muss irgendwo draußen sein. Ich guck mal eben. Oh nee, der ist kaputt gegangen, glaube ich, an der Wand. Verdammt. Oh Mann. Aber ich rede die ganze Zeit in Direct, warum sagt mir das keiner? Okay, Daniel? Bist du noch da? Hallo, Daniel? Okay, denk dran, wir sind die Bösen. Eigentlich ist es deine Aufgabe, uns zu töten und eigentlich ist es unsere Aufgabe, dich zu töten, okay? Nur damit du das merkst. Nein, keine Sorge, wir werden dich nicht töten, Daniel. Die Sache ist nur die... Guck mal, Daniel, wenn du dort vorne hinten guckst, da ist ein Bett. Nicht hingehen zum Bett. Also du siehst das Bett. Und an dem Bett ist eine Kiste und dort findest du Waffen, die du auf jeden Fall benutzen kannst, um so böse Buben wie uns umzubringen. Wir entfernen uns jetzt. Komm mal bitte mit. So. Geh nochmal vors Haus und drück mal den Buchstaben So. Und wir rennen jetzt weg. Und du stehst bitte nicht auf, bis wir da hinten verschwunden sind, okay? Und dann gehst du da rein und kannst dir die Waffen nehmen. Einverstanden? Alles klar, Daniel. Und pass gut auf. Nicht alle Leute sind so freundlich. Oder sprechen Deutsch. Bis später, Daniel. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir sind die schlechtesten Outlaws auf der ganzen Welt. Oh Mann. Steht ein Ranger vor uns. Oh, der ist unbewaffnet und schreibt Deutsch. Wir können ihn nicht umbringen. Er bleibt wirklich sitzen. Das ist unglaublich. Er bleibt sitzen. Ah, super, okay. Dann können wir jetzt einfach gefahrlos weitergehen. Ah, cool. Das ist ein Lichtblick für die... Oh, ja, guck mal, und da kommt auch schon gleich der nächste Hilferuf. Hast du das? Nein. Okay, da kommen Schüsse aus Südwesten. Ich hab keine Ahnung, wie der ausgesehen hat. Wo war der? Liegt hinterm Stein. 230 Grad. Ungefähr 50, 60 Meter vor uns. 230 Grad? Ja. Ja, genau. Da ist ein Stein, der etwas breiter ist, aber flach. Da liegt er hinter. Soll ich mal drauf zurennen? Ja, er guckt gerade bestimmt mit der First halt, ne? Oh, ja, genau, aber sobald er aufsteht, schießt er ihn platt. Ja, ich werde gerade von Zombies. Ja, steht auf, der steht auf.
drauf zu. Ich auch. Press. Das sind zwei Spieler, oder? Ja. War da links auch noch einer? Muss drauf zulaufen, die Zombies. Kommt er dazu? Ja. Nein, schieß ihn ab, wieso ist er nicht tot? Oh mein Gott, ich hab grad Probleme mit... Du hast ihn getroffen. Hab ihn. Da ist aber noch einer hinter, ne? Oh mein Gott. Der eine ist tot, beide tot. Good job. Also es war ein Outlaw und ein Turbankträger. Ja, konnte man nichts machen, würde ich sagen. Oh. Holy shit. Ich loote mal fix. Ich hatte gerade extreme Probleme, weil diese Kacke mit aufnehmen... Oh ja. Mein Gott. Gut, du hast es aufgenommen, ne? Ja, ich hab's aufgenommen, ja. Okay. Dann, Kam auch wieder ein bisschen Desync dazu, muss ich sagen. Oh, der hat... Good job, ey. Heilige Scheiße. Wir müssen ungefähr alle Zombies hier aus der Stadt rausgepult, ne? Kannst du mal gucken? Der eine Typ hatte irgendwie im Rucksack noch was dabei, irgendwie ein Scope oder so. Kannst du das auch nochmal mitnehmen? Ja. Ich hatte aber auch irgendwie das Glück, ne, dass ich die gesehen habe und dass ich ungefähr in die Richtung hingeschossen habe und dass ich keine Sau getroffen habe von denen. Also Scope sehe ich hier nicht. Hat er im Rucksack drin? Musst du doppelklicken drauf? Ja, ich war jetzt in beiden Rucksäcken. Vorsicht. Dann vielleicht ein Ranger-Ding? Ich hab Angst, dass ich dich aus dem treffe. Ja. Ich auch. Oh, ein Ranger. Boah, ich muss ja langsam mal, ja, weg, komm, hier. Lass abbauen. Ich hab noch effektiv 3 Schuss. Okay. Ich versorge dich gleich wieder mit Muni. Heilige Scheiße, ey. I'm invincible! You're invincible! Das Schlimme war nur, ich hatte drauf geschossen, ne? Und ich hatte halt so Sperrfeuer drauf gegeben. Und schießt du da drauf und merkst so, scheiße, ich treffe nicht, weil eine Seite ist kacke und irgendwie ein scheiß Schussgefühl irgendwie so von der Distanz, ne? Ja. Gleichzeitig. Die ganze Zeit, währenddessen ich versucht habe zu schießen, hat die ganze Zeit alles geleckt, weil ich die Festplatte panisch wechseln musste, weil du immer Leute erkennst in den beschissensten Situationen. Ungefähr so, ne? Und jetzt auch gerade wieder. Festplatte war voll und gut, dass du aufgenommen hast, ey. Meine Güte. Du siehst wohl jetzt noch ein bisschen drin, ne? Ja. Warst du in die Richtung? Oder wohin warst du gerade? Ich laufe dir gerade erstmal hinterher. Okay. Bin gerade eher so nach vorne fokussiert, deswegen gucke ich gerade. Wie gesagt, wie bei Battle Royale, ja? Wenn ich nach vorne gucke, musst du hinten frei halten. Wow! Wow! Kam auf jeden Fall. Aus der Militärbasis. Ja. Oh, hier ist jemand. Hab ihn getötet. Was? Kam direkt neben mir her. Schlag grad nochmal nach. Hi. Hi. Schon direkt neben mir war ein Outlaw. War ein gesetzloser Typ hier. Hier so ein Psycho. Achso. Hier so. Du kannst die Axt von dem Typen nehmen. Der hat auch irgendeinen Long Range irgendwas dabei gehabt. Muss ja beeilen, ja? Ich kann dich jetzt nicht lange decken. Ich nehme gerade mal die Axt. Headshot da hin, okay. Okay, beeil dich. Ja, ist fertig. Achso, der hat sonst nichts mehr? Nö. Okay. Hinter den Zombie. Oh. Ja. Hab schon ein bisschen Abstand genommen. Wow, okay. Unglaublich. Ich weiß nicht, Breaking Point besteht hauptsächlich daraus, von einem Ort zum anderen Ort zu rennen und irgendwelchen Schüssen hinterher zu horchen. Und man kann Kill on Sight super leicht quasi rechtfertigen, weil im Endeffekt gibt's hier Fraktionen und du steigst in der Fraktion auf, wenn die anderen tötet. Das ist easy. Ja. Komisches Prinzip. Aber okay. Ich meine zum Beispiel, wir hätten mehr daraus gewonnen, wenn wir den Daniel gerade abgeknallt hätten, anstatt ihm zu helfen. Ich finde, das ist irgendwie eigenartig.
Weiß nicht. Weiß nicht, ob mir das Prinzip so gut gefällt. Ja, also ist auf jeden Fall, ja. Ah. Ja. Oh, halb so gut. Eben, auf eine Art und Weise kannst du halt sagen, okay, Kill on Sight wird vermieden, wenn du in der richtigen Fraktion bist. Auf eine andere Art und Weise kannst du sagen, ja, wenn du diese Psychopathentypen spielst mit den Turbanen, dann kannst du sowieso alles abknallen und kriegst Punkte dafür. Also in Antwort, du kannst Kill on Sight betreiben und wirst dafür dann vom Spiel belohnt. Ja. Wird nicht so toll. Wenn man jetzt so unbedingt RP sucht oder so, ich denke, da ist Breakpoint nicht hundertprozentig das Richtige. Wenn man einfach natürlich PvP sucht und Leute abknallen möchte und dafür dann tolle Belohnungen und Skins und so ein Kram bekommen möchte, dann, ja. Breaking Point, auf jeden Fall Breaking Point. Das Gunplay ist halt super, also kann ich anders sagen. Ist typisch Arma 3. Ja. Es ist wirklich um Längen besser, also wirklich um Welten besser. Meine Fresse, ey. So. Ich loot gerade mal eben hier die Bracke. Ah, die ist komplett gelootet. Also der Typ hat sich vermutlich hier equipped. Die Zombies sind besser, die Grafik ist besser. Der Zombie läuft die ganze Zeit bei mir im Kreis. Guck dir, der läuft die einfach im Kreis. Der Tanz. Tanz. Tanz zu uns. Ja, komm, noch. Der läuft die ganze Zeit im Kreis. Soll ich mich mal dazustellen? Weiß ich, guck mal, ob ich attackiere. Er ist mega unbeeindruckt. Oh Gott, okay. Also. Komm mal, der dreht mich weg. Auf jeden Fall. Das ist ein cooler Eindruck gewesen von Breaking Point. Ich meine, ist was Neues. Und auf Tiersk. Und Winter. Und es ist schön kühl. Weiß ich nicht. Und es regnet, obwohl es kalt ist. Und vielleicht gefällt es den Leuten ja, dann kommt noch mehr. Wer weiß. Gefällt es euch? Dann schreibt das. Und dass ich mit meinem kleinen Zombie-Freund hier noch ein bisschen rede. Yay! Where's the Breaking Point? Overkill!